Hallo Leute, in diesem Video möchte ich euch das Lenovo ThinkPad T480S vorstellen. Es handelt sich hier um ein general überholtes ThinkPad von der Firma RenewOne. Kommen wir als erstes mal zu dem Zustand. Verkauft wird der T480S vom Zustand her wie neu und das wollen wir uns mal anschauen. Wie gewohnt schaut es auch aus wie neu und da gibt es wie immer nichts dran auszusetzen. Klappen wir den mal auf und schauen uns die Tastatur an. Die Tastatur wurde hier professionell nachlackiert. Das merkt man auch, da die Farben sehr gut zur Geltung kommen und auch die Druckqualität sehr gut ist. Jetzt schauen wir uns mal die Anschlüsse an. So, auf der linken Seite befindet sich einmal ein 4-in-1 Micro-SD-Lesegerät für Speicherkarten, einmal ein Kopfhörer-Mikro-Kombi-Anschluss, HDMI-Anschluss, einmal ein USB 3.0, RJ45 Ethernet-Anschluss, ein Intel Thunderbolt 3 und wie gewohnt ein USB-C-Anschluss. Auf der rechten Seite haben wir den zweiten USB 3.0-Anschluss. Und auf der Rückseite einen SIM-Slot, wo aber in den meisten Fällen ein LTE-Modul noch verbaut werden müsste. In unserem Gerät, was wir hier haben, ist es bereits verbaut und somit können wir eine Daten-SIM einlegen und damit unterwegs im Internet surfen. Klappen wir das alles mal auf und schauen mal nach, was wir hier noch haben. Unterhalb der Tastatur haben wir einen Fingerabdrucksensor und überhalb des Displays eine HD-Webcam, die sich durch einen Schieberegler sehr gut abdecken lässt. Nun machen wir weiter mit den Eckdaten. Wir haben hier die 14 Zoll Variante, die sich perfekt für unterwegs eignet, um seine Projekte, Arbeiten oder was man auch sonst noch so mit dem machen kann, kann man bequem mitnehmen und kann so von überall aus arbeiten. Verbaut ist hier die 24 GB RAM-Variante, die höchste Ausstattung, was man bei diesem Modell haben konnte damals. Einen Full-HD-Display mit einem Intel Core i7 V Pro der 8. Generation, also der Prozessor, und eine 512 GB SSD-Festplatte. Und die Firma RenewOne verkauft diese Geräte nicht unter 80% Akkukapazität. Schauen wir jetzt mal in das Windows 11 Betriebssystem rein. Wir haben hier einen Shortcut, um das Gerät wieder in den Auslieferungszustand zurückzusetzen. Sollte es mal ein Problem mit einem Gerät geben, kann man das hier unkompliziert zurückstellen und einfach der Anweisung folgen, die angegeben wird. Das Windows 11 Betriebssystem erinnert mich leicht an das von macOS, da die Taskleiste hier unten jetzt auch in der Mitte angeordnet ist. Deswegen ähnelt sehr dem von macOS, was ich persönlich gut finde. Meine persönliche Meinung zum neuen System ist ganz klar positiv, da sie mehr auf den Benutzer eingeht und gewisse Einstellungen und Zugriffe übersichtlicher gemacht haben. Das war's jetzt von diesem Video. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Euer RenewOne-Team.